Hey Leute, und ich darf euch ganz herzlich zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal begrüßen. Und zwar Let's Play die Sims 4 Hunde und Katzen, Leute. Oh mein Gott, es ist endlich soweit. Ein neues Let's Play startet, es wird nicht ganz so lang gehen. Also es wird nicht so endlos gehen wie die 100 Baby Challenge oder so. Und jetzt nicht denken, die 100 Baby Challenge hört auf oder die schwarze Witwe Challenge hört auf. Das ist einfach nur ein Nebenprojekt, worauf ich jetzt aktuell Bock habe, weil es halt zum Anlass des Packs relativ gut passt. Kurze Information zum Anfang. Danke nochmal an EA. Wow, habe ich jetzt tausendmal schon jetzt in den ganzen Videos gesagt, aber ich sag's trotzdem immer nochmal, weil ich einfach so dankbar bin, dass ich diesen Key bekommen habe. Von denen am Voraus, und ihr könnt es euch ab Freitag kaufen im Handel, bei Origin, überall, wo es das, den Code gibt. Online-Stores. Ja, gönnt es euch auf jeden Fall. Es ist extrem cool. Und ich werde heute unsere Hauptperson erstellen, und zwar, sie sieht voll cool aus, ich würde sie am liebsten lassen, aber sie sieht ein bisschen abgespaced aus. Wir werden auch in die neue Stadt ziehen und mit unserem Hund, also sie ist jetzt halt so von zu Hause ausgezogen, ist schon ein bisschen älter, jetzt eine sehr frische, junge Erwachsene, würde ich mal sagen, und ich nenne sie Veronica, tatsächlich. Ich dachte erst so, yo, machst du Veronica Lodge aus Riverdale? Und ich denke mir dann so, okay, Veronica Lodge hat, glaube ich, nichts mit Hunden oder Katzen zu tun. Deshalb habe ich einfach mal nur Veronica genommen und denke mir so, ja, so ein bisschen Flashback. Sie wird natürlich auch schwarze Haare haben, auch so relativ helle Haut und alles. Aber der Nachname wird nicht Lodge sein, sondern vielleicht ein bisschen anders. So, es ist alles relativ scheiße. Können wir irgendwas Cooles, so Black, wow, es ist so extrem. Wow, wenn mir nichts einfällt, Hauptsache irgendwelche Farben auf Englisch. Black, White, Red. Veronica, oh, Leute, ich kenne mich doch nicht mit Nachnamen aus. Veronica Smith, sie ist so international. Mein Projekt voll international, Veronica Smith. Wow. So, stolzer Gang. Ne, wir wollen natürlich hier den hotten, femininen Gang. Sie ist Hundefreundin schlechthin. Wo ist denn das hier? Die ist doch hier. Hundefreundin, hallo. Du kriegst noch gleich deinen Hundi. Sie ist eine sehr fröhliche Person, würde ich sagen. Und eine sehr selbstsichere Person. Doch, finde ich ganz passend. Ich möchte nämlich so ein bisschen erstmal eine einzelne Frau haben, die mit ihrem Hund weg von zu Hause, sie hat alles genervt, weg von ihren ganzen Verwandten, sie ist einfach abgehauen ist, hat sich einen Hund zugelegt, ihrem besten Freund, der einzige Mensch, der sie versteht. Und jetzt will sie ein neues Leben starten, in der neuen Großstadt, in der neuen Stadt. Und ich freue mich drauf, wenn wir die besiedeln, und das wird so cool, das wird so, so cool. Und ich überlege halt gerade, während ich hier, was nehmen wir denn für sie? Ich möchte nicht, dass sie Tierfreundin wird. Dann muss sie sich ja mit voll vielen Tieren anfreunden, da habe ich gar keinen Bock drauf. Die möchte vielleicht ihre große Liebe da finden. Vielleicht möchte sie finden, vielleicht wird sie sie auch finden, aber vorerst, oder ich weiß nicht, wollen wir die jetzt schon finden, oder wollen wir uns eher erstmal so auf Job-mäßig, Vermögen, herrlich reich, wir müssen einfach reich werden, nee, ach komm, wir wollen irgendwann mal die große Liebe finden, müssen wir nicht jetzt direkt machen, so, Veronica oder Ronnie, wir wie bei Riverdale, entweder Ronnie oder Veronica, so, okay, dann legen wir mal los, Leute, ich freue mich so, ich möchte aber bitte nur die Hunde- und Katzen-Sachen. Och, das sieht schon wieder alles so cool aus. Also entweder es wird jetzt nicht so die Veronica-Frisur, ne, die wir hier am Start haben. Aber ich, die sieht cool aus. So, wir machen dich erstmal ein bisschen heller, wie Veronica eigentlich ist. Ist das so Veronica-Frisur? Ich weiß auch nicht. Du hast so einen Knubbel im Kinn, das machen wir mal raus. Du siehst jetzt schon extrem cute aus. Also, wenn sie nicht cute aussieht, Leute, dann weiß ich auch nicht. So, die Augenbrauen sind noch ein bisschen dick, machen wir ein bisschen dünner. Ich mag auch ihr Make-up voll, sie sieht richtig cool aus. Sie sieht schon, von Anfang an sieht sie schon richtig cool aus. Das heißt, wir müssen gar nicht so viel machen. Das finde ich jetzt schon mal extrem gut. Vielleicht so ein paar hellere Augen, so ein paar grünere. So grün, dann wird das so grau. Wow, danke für nichts. So, okay, jetzt guckt sie gerade ein bisschen. Mir ist jetzt ein bisschen was gesoffen, aber sonst sieht sie eigentlich jetzt schon, ach, ich finde, sie sieht jetzt schon süß aus. Wenn du keinen Traummann findest, dann heirate ich dich, okay? so, okay, haben wir hier sonst, die Ohrringe müssen weg. Weg, weg, weg. Eine Brille, denke ich mal, passt auch jetzt nicht so. Hi, Barb von Stranger Things. Passt auch nicht ganz so zu dir. Was haben wir? Den Eyeliner. Brauchst du Eyeliner? So ein bisschen den Wing oben. Wow. Wangen sieht aus. Ich finde, steht ihr sogar. Tatsächlich. Bisschen pushen. Du weißt hier, neue Stadt. Neues. Okay, nein, nicht übertreiben. Neue Stadt, neues Glück.
Och, ich mag ihr Outfit voll. Ich würde das Outfit direkt am liebsten. Lass die Hosen jetzt vielleicht ein bisschen ändern, ne? Aber sonst. Sie sieht schon cool aus irgendwie. Irgendwie sieht sie echt cool aus. So ein relativ doch sportliches Mädchen. Kann ich ganz kurz dein Gesicht nochmal ein bisschen länger ziehen und schmaler? Für mehr Wangenknochen. So. Für die krasse Gesichtsstruktur. Die ist auf jeden Fall am Start. Obwohl, warte mal, ich muss deine Wangen irgendwie. Du siehst ein bisschen eingedellt aus. Sorry. Aber doch, auch sie sieht schon cute aus. Der Rouge ist vielleicht ein bisschen too much. Machen wir den mal ganz kurz weg. Nett, Lippen. Lippen vielleicht ein bisschen. Gibt's neue Gesichtsbemalung? Hi. Na, das ist doch die perfekte Schminke für dich. So, Wangen machen wir ganz kurz. Mach mal ganz kurz weg. Sieht eigentlich auch gar nicht so verkehrt aus. Sie sieht relativ weiß aus, finde ich aber ganz cool. Sie war vorher nämlich ein bisschen dunkler. Vielleicht gehen wir da einfach. Ach, das Rosé sieht aber nicht so cool aus. Ich weiß auch nicht. Irgendwie gefällt mir das nicht so, der Rouge an ihr. Machen wir mal weg. Machen wir einfach weg, Freunde. So, gucken wir bei Hautdetails, ob wir hier. Bisschen Akne ins Gesicht, natürlich. Ach, Sommersprossen sehen eigentlich immer ganz süß aus. Aber irgendwie. Irgendwie, obwohl an ihr sehen die auch süß aus, aber ich möchte jetzt keine Sommersprossen. Ich möchte, dass sie ein sommersprossenfreier Sim wird. So, okay. Ich finde, doch, sie sieht cool aus. Wir ziehen sie jetzt erstmal aus, damit das Video wieder als nicht werbegeeignet ja, angegangen wird. Aber ich ziehe sie ja gleich wieder an. Ich muss bloß kurz ihre Figur checken. Was ist das denn für eine Kette? Die ist ja auch neu, oder? Also jetzt mit irgendeinem Patch mal gekommen. Okay. Habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen, Freunde. So. Bauch, Brust, Arsch. So, das Wichtigste haben wir schon mal rausgepresst. So, ach, ich liebe ihre Frisur. Sie ist so cool. Kann ich nochmal ganz kurz die anderen Frisuren abchecken, bitte? Die steht dir nicht so ganz, muss ich sagen. Die steht dir tatsächlich auch. Aber die, ich finde die andere, die hat irgendwas. Ich weiß auch nicht, die hat echt irgendwas. Aber die sieht auch mega aus, Leute. Die steht ihr richtig hardcore. Das sieht so aber, das sieht halt so richtig fertig gemacht für Party. Richtig geile Wellen in den Haaren. Ich will eigentlich, obwohl das passt besser zu ihrem Gesicht, ne? Ah, das hätte besser zu Veronica gepasst, oder? Ich weiß gar nicht, was. Ja, okay, Veronica hat jetzt nicht so die Frisur, ne? Egal, sie heißt ja nur Veronica, sie ist ja nicht Veronica. Leute, sie ist Veronica Smith, ne? Also, das ist ein Unterschied, meine Freunde. Ich würde, was ist denn das? Das ist auch neu gekommen, ne? Irgendwann mal, ja. Sieht aus wie so ein indisches Outfit, wo man mit der irgendwas spielt. Keine Ahnung, mit irgendeinem so Instrument rumjodelt. Hunde und Katzen nehmen wir mal, ne? Und dann würde ich mal sagen, komm. Ey, das sieht, oh, ich liebe dieses Outfit. Leute, ich möchte dir dieses Outfit geben. Aber damit sieht sie so ein bisschen aus wie so ein Bauernhofmädchen. Aber das ist nicht schlimm, würde ich mal sagen. Dann hier so, guck mal, perfekt oben schön Farbe reingeballert. Finde ich, passt ganz gut. Und jetzt noch ein paar schicke Schüchchen dazu. Auf dem Dorf, das ist ja schon so ein bisschen Dorfstyle, oder? Kann sie da schon so krass, das passt voll zum Oberteil. Kann sie da schon so mit hohen Hacken hingehen? Oder sagt man da eher so, ist eher ein bisschen kritisch. Ich weiß es nicht. Die passen voll zum Oberteil, aber die sind extrem hässlich. So, hier, wichtige Punkte müssen hier gesagt und erzählt werden. Das ist nicht ganz das Oberteilsfarbe. Ja, scheiße, ne, würde ich da mal sagen. Komm, die gehen eigentlich voll, aber die gibt es nicht, ne, in der Farbe, in der wir sie wollen. Ah, dann nehmen wir den schwarz, oder? Ja, komm, die sehen jetzt nicht ganz so schön aus. Aber sie sind ein bisschen Dorfstyle, wenn man so guckt. Und von der Seite denkt man so, doch noch ein bisschen das Stadtgirl. Also sie ist jetzt von der großen Stadt, wollen wir irgendwie so die Story erzählen. Von der großen Stadt ist sie jetzt aufs Dorf gezogen, um da ein neues Leben zu beginnen. Kann man das so definieren oder sagt man da eher so, naja. Das ist auch ein cooles Outfit, aber irgendwie finde ich das viel cooler aktuell. Das habe ich gar nicht gezeigt in der Preview, aber egal. Ich möchte natürlich nur Sachen von Hunden und Katzen nehmen und da finde ich die jetzt nicht ganz so schön und das finde ich schon extrem cool. Das ist voll, das sieht extrem hot aus, meine Liebe. So, vielleicht noch ein bisschen Schmuck um den Arm schwingen. Gibt es hier was Cooles, was wir uns drum schwingen können? Ja, keine Ahnung, schwing dir halt irgendwelche Bänder oder irgendeine Uhr drum und sag so, hi, ich bin rich und hab eine Uhr. Ja, keine Ahnung, wie sieht's aus? Das sieht auch nicht so cool aus. Gibt es keine coolen Armbänder? Ach komm, schminken, das sieht man nicht. Ach Mann, Leute, das sieht alles
komm, hier, eine Uhr. Eine Uhr geht immer, mein Fräulein. Eine Uhr ist immer am Start. Obwohl, sieht scheiße an dir aus. Was ist das? Ist das eine Katze? Ja, eine Katze. Das möchtest du jetzt nicht auf dem Arm. Ach, Leute. Ich finde nichts Cooles, was wir um den Arm schwingen können. Da kriegst du halt nichts um deinen Arm. Bye. So. Geil, du siehst aus wie die eine Katze, die ich vorhin erstellt hatte. Brauchen wir erstmal fetten Make-up. Oh, eine Kette wäre auch nicht schlecht, muss ich jetzt tatsächlich sagen. Ich dachte, es geht ein bisschen schneller mit dem Erstellen, aber anscheinend doch nicht. So, wir nehmen mal die Kette, die ist nämlich extrem cool. Und wir nehmen die in Schwarz, würde ich mal sagen, obwohl in Schwarz vielleicht ein bisschen was mehr catcht. Gold. Boah, Gold, Leute, die goldene Queen ist am Start. Da müssen wir dann mal gucken, ob wir irgendwas Nices hinkriegen bezüglich Unterteil, also hier Kleid. Vielleicht jetzt ein bisschen Wangen-Make-up? Boah, das steht ja nicht so mit der Hautfarbe. Mit der Hautfarbe ist echt nicht so gut, ne? Ein bisschen, oh, das ist cool, das ist voll schön, ne? Aber das passt jetzt nicht so ganz hier rein. Wie wär's mit deinem indischen Outfit, ne? Also schon so ein bisschen was Längeres finde ich schon cool. Ist nicht so ganz Partykleid kurz, also nicht sowas. Aber irgendwie, das sieht cool aus. Aber ich weiß, das passt schon wieder gar nicht zu ihrem Dorf-Style. Also ich weiß auch nicht. Irgendwie ist sie vielleicht doch vom Stadtleben ein bisschen inspiriert und hat halt jetzt so ihre Sexiness reingebracht und denkt so, yo, langes Kleid am Abend ist eigentlich drin, aber muss schon ein bisschen extravagant sein, ne? Muss schon viel ausgeschnitten sein. Dann bin ich auf jeden Fall dabei, sagt sie sich so. Kann gut sein. Vielleicht erzählen wir so einfach ihre Geschichte. Wir müssen irgendwie ein bisschen Background-Story von ihr haben und ich glaube, die kriegen wir nur so. Sieht kacke aus. Obwohl, naja, machen wir weg. Machen wir weg, weg damit. Hier ein paar weiße Bändchen, sieht auch kacke aus. Schwarz, sieht alles extrem kacke an dir aus gerade. Okay, vielleicht so ein paar Perlen. Sieht auch ganz komisch aus, ich weiß auch nicht. Wir machen hier einfach sowas hier drum in weiß. Bisschen dezent, ist das eigentlich eine Uhr oder was ist das? Keine Ahnung. Das Stadtgirl. Mit der krassen Frise ist auf jeden Fall wieder am Schwarz-Weiß und jetzt ein bisschen bunt gewagt. So, zum Sport. Ja, doch, zum Sport kann man das eigentlich tragen. Also, das ist mir relativ egal. Das kann sie tragen. Das möchte ich auch, dass sie das trägt. Das sieht cool aus. Zum Schlafen, da habe ich doch was runtergeladen, Mensch. Freunde, wo ist denn das? Ach so, sorry, ich habe ja gerade die Mods aus. Ja, okay, ich hatte voll was Cooles runtergeladen. Sieht so ein bisschen. Ach, das ist aber cool, oder? So ein bisschen. In Rot. In Rot finde ich cool. Das ist zu normal. Das hatten wir immer. Aber das haben wir viel zu selten. Hast du noch Make-up drauf? Die Zuschauer. Nein, hast du nicht. Ich wollte schon sagen, die Zuschauer hätten dich schon wieder gehatet. So, Nico, mach das Make-up ab. Du weißt, gib Picke. Ja, wie oft ich das schon gelesen habe in den Kommentaren. Das ist unglaublich, dass es einfach Leute schreiben. Man denkt so, okay. Okay, ja. Und hier haben wir hier irgendein krasses, cooles Party-Outfit, was sie sich drüber schmeißen könnte. Ich weiß gar nicht, geht in der Stadt so Party oder ist es halt echt so Dorf? Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es so eine Dorfecke und so eine Stadtecke. Ja, wer weiß. Wir finden es raus, Leute. Wir finden es raus. Wenn nicht wir das rausfinden, wer sonst? Ich kann es mir auch nicht erklären. So ein bisschen was Lockeres. Sieht auch ganz cool aus an dir tatsächlich. Das geht so. Das ist so Standard. Das ist so Standard bist du nicht. Du bist nicht so eine Basic Ho. Wow, nett. Ja, vielleicht dann doch das. Ach, aber ich weiß auch nicht. So rotes Kleid, ne? Das rote Kleid. Das ist halt immer so. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist so extrem aufgedakelt und voll. Bäm, ich bin hier. Rot ist halt so die Farbe, wo man sich denkt, shit, Alter, sie ist im Raum und ich erkenne sie. Was? Das ergibt gar keinen Sinn. Noch ein bisschen Make-up jetzt drauf. Das sieht nicht so cool aus. Oh, hier ein bisschen Smoky Eyes, hallo. Ja, so. Keine Ahnung, sie hat doch immer die ganze Zeit so braunes Make-up drauf. Das steht ja tatsächlich. Also ich finde es gar nicht so hässlich. Vielleicht macht sie sich da ein bisschen Rouge drauf. Ja, wieso nicht? Mein Party machen, roter Lippenstift zum roten Kleid. Fehlt jetzt noch die Kette, Leute. Die Kette, die jetzt ein bisschen Eyecatcher macht. Harry Potter, bist du's? Hier, jetzt können wir aber diese Kette nutzen, die ich nutzen wollte. Wo ist die denn? Hier. Die passt doch jetzt ganz gut. Aber in Gold. Ich möchte die in Gold. Aber in Gold sieht sie scheiße aus. Wir nehmen sie doch in Schwarz. So, okay. Super Outfit. Siehst auch gar nicht unpassend aus für ein Dorf oder so. Wie gesagt, wir finden es raus, Leute. Wir finden es raus, ob es Dorf ist oder nicht. Einen hübschen Badeanzug gibt es jetzt auch noch für dich hier in... Ist das die Farbe von Anfang an? Ja, guck mal, das ist fast die Farbe. Fast die Farbe.
Du siehst super aus. Du siehst Hammer aus. Also jeder, der was anderes sagt, du siehst irgendwie aus so ein nettes Bauernhofmädchen, was einen versucht auf nett zu machen, aber irgendwie durch diese ganzen Ausschnitte auf extrem sexy macht. Zum Sport siehst du ganz normal aus, zum Schlafen siehst du sehr edel aus. Zum Party machen siehst du ja, sehr freizügig und sexy aus. Und zum Baden siehst du auch relativ freizügig und sexy aus. Also, Leute. Ja, sie ist ein bisschen ein zwiegespaltener Mensch, würde ich jetzt mal sagen, ne? Hi! Ich werde gar nicht so viel verändern an dem Hund, weil ich möchte einen Golden Retriever mit ihr, das habe ich euch schon gesagt. Und die sehen einfach so süß schon im Vorhinein aus. Im Vorhinein oder so. Oh Gott, ich habe keinen Plan, was ich laber. Aber ich bin so am Überlegen, kriegt sie so einen Welpen und nimmt sie so einen Welpen an oder nimmt sie schon so... Wollen wir für den Anfang einen Welpen nehmen oder direkt einen Groß? Ich will eigentlich schon einen erwachsenen Hund. Oder einen Welpen? Nee. Oder doch? Leute, ich bin... Oh, hallo, Baby. Oh, bist du süß. Aber eigentlich will er eigentlich direkt loslegen mit dem Hund. Dann kann ich jetzt nicht einen Welpen gebrauchen. So, wir gucken mal, ob wir hier noch... Ja, okay. Kann man dich ein bisschen heller machen vom Farbstil her? Wie sieht es mit deinem Schwanz aus? Der ist so eigentlich relativ gut. Ja, der ist jetzt ein bisschen hochgestiegen. Oh, Leute. Ja, da steht da plötzlich was. Schwänze. Okay. Gibt es hier ein bisschen heller? Ja, ungefähr. Er ist aber nicht ganz unsere Farbe. Unser Hund, der ist nicht weiß. Unser Hund ist halt schon golden, aber ungefähr das Gold. Also nicht so dunkel. Er ist schon... Aber wir geben ihr das. Der sieht cute aus. Wir geben ihr das. So, der Hund ist definitiv ein freundlicher Hund, oder? Der ist abenteuerlich. Ich würde schon sagen, dass er gut abenteuerlich ist. Und er ist seiner Besitzerin treu. So, du bist die Besitzerin Veronica. Ronny. Oh Gott, ich sag mal Ronny, als ob das so ein Ron wäre. Ronny, Veronica. Wer ist Veronica? Ich meine Veronica. Wollen wir sie überhaupt Veronica nennen? Doch, Veronica. Veronica. Ist ein bisschen lang und sonst nennen wir sie einfach Ronny. Wir versuchen es, Leute. Teddy. Oh, Teddy. Du heißt jetzt übrigens wie mir. Wir haben... Wie wir. Wir haben dich jetzt adoptiert. Teddy, Truman, Chili, Arlo, Woofers, Rudy. Teddy war cute. Ja, Mann. Cody. Oh mein Gott, lass uns so einen Hund Cody nennen, so wie Zack und... Ja, okay, fast. Zack und Cody. Was macht Cody? Doch, Cody ist ganz okay. War wie auch immer komisch, das vorher geschrieben war. Aber du musst gar nicht so krass angepasst werden, weil ein Halsband kriegst du noch, oder? Ach, guck mal hier, es gibt sogar Spazierkleidung, Freunde. Ja, dann kriegt der... ich möchte die anderen Halsbänder gerne. Kann ich nur die nehmen? Was? Nee, doch, die gehen. Hier, das möchte ich gerne, aber in einer Farbe, die seinen Hals umschmeichelt. Und zwar rot. Denn die Veronica, die trägt kein Rot. Kannst du bitte was Passendes zu Veronica tragen? Gibt es hier lila? Ist das so kein lila, ne? Das ist so andere Farbe. Ja, okay. Gibt doch nichts Passendes zu Veronica, dann trag lieber. Trag lieber Rot, komm. Da wissen alle, oh, der rote Hund kommt. Der rote Hund. So, Leute, das ist unsere kleine Familie Smith. Oh, ist das süß. Ich sterbe. Oh mein Gott. Porträt zufällig wählen. Ach, guck mal, wie süß. Macht der Hund auch andere... Oh mein Gott, der Hund macht sogar andere Posen. Boah, das ist einfach zu cute für mein Leben, Leute. Das ist zu cute für mein Leben. Und wir werden jetzt gucken, wie diese Stadt aussieht. Denn ich habe keinen Plan von dieser Stadt. Ich weiß bloß, dass sie extrem cool ist. Und... Dann werden wir in der nächsten Folge, und zwar morgen... Oh mein Gott, Leute, guckt euch das bitte mittlerweile an. So 8 Sachen und hier... Brindleton Bay. Ich glaube, so wird es ausgesprochen. Wir klicken drauf und 3, 2, 1. Hallo, hier unten der Hafen. Was ist das, der Fischmarkt? Ach, wie cool, das ist sogar unterteilt. Und es ist halt schon so ein bisschen mehr Dorf. Deshalb werden sie alle wahrscheinlich ein bisschen so angucken. So, was macht sie da? Ist das hier eine Ranch? Es ist so cool. Okay, wir lesen uns erstmal ganz kurz durch. Whiskerman's Wharf, okay, ist der Lieblingstreffpunkt der Katzen der Bucht. Oh, okay, also nichts für uns. Die dort häufig auf den Docks herumklettern, dieser Ort, ist auch bei Fischern und Touristen sehr beliebt. Ja, aber wir sind Hundefriends. Seegrasinseln. Von der Seegrasinsel ging einst ein Schiff auf mysteriöse Weise unter. Ach, wie schade, Mensch. Heute befinden sich dort diese berühmten... Ah, der Leuchtturm, der ist cool.
Ja, seit kurzem gibt es jedoch Gerüchte über seltsame Besucher nach Sonnenuntergang. Ui, das klingt ja spannend. Cavalier Cove, oder wie auch immer man das ausspricht, ist für seine Wanderwege und weitläufigen Küsten, oh, das sieht cool aus, Küstenanwesen, bekannt und daher der perfekte Ort für Erkundungstouren oder Möwenjagd oder mit einem abenteuerlustigen Hündchen. Ach, das ist doch super, Mensch, das klingt doch hier, das ist doch unser Haus, Freunde, da haben wir zwar kein Geld mehr, aber wir können doch tatsächlich gar nichts anderes kaufen, wir können jetzt noch ein Grundstück kaufen. Okay, so viel Grundstücke gibt es dann doch nicht. Sable Square, der ist der kulturelle Mittelpunkt der Stadt. Das liegt jetzt zwar ein bisschen links, weiß nicht warum Mittelpunkt, aber okay. Sowohl Hunde als auch Katzen dürfen sich gerne aufhören, bla bla bla. Die Sims hier lieben Tiere so sehr, dass sie mit einem Denkmal... Wo ist das? Sieht man das schon? Nein. Wir werden definitiv hier hinziehen, wir haben gar keine andere Wahl. Kann man hier so Party machen? Ist hier so partymäßig? Ja, guck mal, hier ist schon mal auf jeden Fall eine Karaoke-Bar, das heißt, wir können schon ein bisschen Party machen. Und irgendwann... Was ist das denn da? Das ist einfach nur, glaube ich, ein Besichtigungsgrundstück, ne? So, wir werden dann mal hier einziehen mit unserem Hund. Und in der nächsten Folge geht's richtig hardcore los. Dann müssen wir uns um unseren Hund kümmern und schauen, was da so abgeht. Wir wollen vielleicht eine Tierarztpraxis mit ihr eröffnen. Also das müsst, seid ihr auf jeden Fall auch gefragt. Ihr müsst unbedingt unten in die Kommentare schreiben, wie ihr euch das Let's Play vorstellt. Und... Ich freue mich riesig, Leute. Ich freue mich einfach so krass auf dieses Projekt. So lange haben wir auf Tiere gewartet und jetzt Hunde und Katzen und ich sterbe einfach vor Cuteness. Und ich hoffe, dass wir noch viele über... Warum ist denn das hier unten? Was ist denn das hier bitte? Läuft man da, wo läuft man denn hier hoch? Wie? Ich verstehe dieses Grundstück. Ach, okay, von hier... Nee. Hä? Ich verstehe es jetzt schon nicht. Voll dumm, das ist so der Highway. Wie kommt man da hoch? Gar nicht. Okay, das ist unsere Wohnung. Wow, super hübsch eingerichtet. Wir müssen uns anscheinend echt hart hocharbeiten. Ah, stimmt, man kann ja Hunde... Hunde kann man ja nicht steuern, stimmt. Aber woher weiß ich jetzt seine Bedürfnisse? Hallo? Kann ich die checken? Ah, okay. Das finden wir alles raus, Leute. Simstagram-Tier, was? Was zur Hölle ist das, Leute? Okay, das werden wir alles in der nächsten Folge herausfinden. Mit unserer beautiful Veronica und mit unserem beautifulen Cody. Tatsächlich merke ich gerade, Veronica, ihr wisst, Veronica Riverdale, Cody, ist ja Hotel Zack und Cody, war Cole Sprouse, spielt ja auch in Riverdale mit. Okay, vielleicht merkt man mein Fangirl-Moment gerade ein bisschen an. Okay, ich bin gespannt, Leute, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid es auch und ihr schaltet unbedingt wieder ein. Und mich würde es riesig freuen, wenn ihr diesen Part bewerten würdet. Also, wenn ihr richtig Bock drauf habt, dann zeigt mir das unten in die Kommentare. Und wie cool ist das hier? Oh mein Gott, ist das cool hier. Hier kann man richtig geil spazieren. Und kann man hier hinten hin? Nee, ne, da kann man bestimmt nicht. Oh, doch, hier oben kann man anscheinend doch hin. Also, man kommt hier überall irgendwie hin. Das finden wir raus, Leute. Das finden wir raus in der nächsten Folge. Seid auf jeden Fall dabei, wenn es wieder heißt, Let's Play The Sims 4. Hunde und Katzen. Wir spielen hier erstmal vorerst mit einem Hund. Katzen kommen vielleicht noch nach, wenn sie ihren Traummann kennenlernen. Der ist vielleicht Katzenfreund, da müssen sie Kompromiss finden. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Leute, wir gehen lieber hier unten auf den Hund. Wir verabschieden uns, wir sagen bis morgen und oh mein Gott, Leute, ist das süß. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht zu liken. Falls ihr mich nicht abonniert habt, könnt ihr es auch gerne tun. Die letzten beiden Videos sind hier verlinkt. Bis zum nächsten Mal, ihr seid die Geisten und schreibt mir unbedingt eure Meinung in die Kommentare und ciao!